Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu Pikmin 3 Deluxe. Heute mal nicht allein, heute habe ich den Sunny dabei. Hallo. Ihr habt ja dann gefragt, wann der endlich mal dabei ist. Und heute ist es mal. Heute leidet er mit mir. Er liebt Pikmin über alles. Nein. Wir haben übrigens hierfür extra ein anderes Mikro, deswegen ist die Soundqualität ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ja. Tag 9. Ich bin im Signal zu einer Höhle geforscht und habe dort den Krümmungsreaktor gefunden. Er ist furchtbar verdreckt, aber ansonsten glückvoll funktionsfähig. Ohne den würde das Schiff nicht nach Hokotane zurückfliegen. Das ist mal sicher. Da stellt sich die Frage, wie er so weit in den Untergrund gelangt ist. Aber ich habe keine Muße, darüber groß nachzudenken. Ich muss zusehen, dass ich ihn in einem Stück an die Oberfläche bringe. Und ja, bevor wieder die Leute fragen, wir nehmen auch noch die Versus-Folgen auf. Okay, wir müssen das Teil sammeln innerhalb der Zeit. Du weißt noch, wie Pikmin funktioniert, auch wenn du es ein Jahr nicht mehr gespielt hast. Ja. Das sind meine. Warum setzen es uns von Anfang an hier rot hin, wenn wir die E wechseln müssen? Da ist das schief gelaufen. Tötet es. Wir brauchen Pikmin. Oh, das ist so eine Mission. Okay, warte mal, wir starten nochmal neu. Warum? Weil das ein prima Start war. Ich habe erstmal drei Pikmin ins Netz geworfen. Wir wollen Platin, Kumpel! Wir wollen Platin! So, wir müssen die E erstmal zu Gelb umwechseln. Kannst ja anfangen zu flippen. So. Wir können sie natürlich aufteilen. Wir nehmen die ab. Hör die nie auf. So, an die Wand damit. Wir müssen das zuerst aufmachen. Und zwar. Okay, danke. Ich muss noch mal ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Das ist länger her. So, und das Schöne ist, da wir im Coop zur Abwechslung mal spielen, ich sag extra zur Abwechslung, weil normalerweise ist das nicht so, können wir uns auch aufteilen. Also jetzt gerade nicht. Wir müssen die halt durch. Ich warte gerade nur, danach kannst du dir die roten Hütten gönnen und die Fässchen abbauen. Die das Vieh da umbringen. Ich nehme die roten und nimm die Steinchen damit. Ja. Und ich hole hier. Das ist doch eine faire Arbeitsaufteilung. Ja. Los, meine kleinen Männchen, los, holt sie euch! ZR war's, okay. Er kommt noch in die Steuerung rein, Leute. Er ist für Versus bereit. Ja, total. Und ich werde da übel zensieren müssen, wahrscheinlich. Ach, gar nicht. Hallo, ich erinnere mich an früher, natürlich, wo ich zensieren, sobald wir Pikmin spielen. Ich sag nur Steinchen. Sobald der Versus Modus anfängt, Leute, versteht ihr, wovon ich rede. So, arbeitet. Voll der Sklaventreiber. Sklaventreiber, ich sag doch nur, die sollen arbeiten. So, gleich müssen wir ein paar Auserwählte hier rausnehmen. Ach, deswegen brauchen die so lange. Die auch das Schiff halt tragen. Nee, lass die tragen. Wir können die auf dem Rückweg unten mitnehmen. Guck hier okay. Zum Beispiel. Dass sie halt nicht den Weg zurückfällt. Könnt euch. Gönnt euch Jungs. Mädels. So, welche Auserwählten lassen wir ihn tragen? Komm, lass mal die Roten mal das tragen. Krieg ich gleich ein paar Pikmin, jetzt keine Sorge. Erstmal das da kaputt machen, dahinter sind ein paar Pikmin, die kannst du nicht rein. Ja. Den umbringen.
euch mal kurz anhalten. Ich will erstmal die Viecher hier umbringen. Wahrscheinlich müssen wir... Ja, der Panzer sagen, muss die Menschen nicht verwerten. Wir brauchen wahrscheinlich die Felsen mehr. Mann, tot! Hier schon mal kaputt machen. Und da können wir was schieben. Ich muss schon ein bisschen schneller reden. Schreiben wir mal 5 von euch raus. Wir können hier schieben. Insgesamt 10 müssen das Ding schleppen. Ich habe angehalten, okay, weil wir die Viecher hier erstmal vernichten müssen. Okay. Bevor die uns die Pigmen auf den Weg wegfressen. Das wäre eher Senior. Los, arbeitet! Macht die kaputt! Und die Felspigmen helfen hier eher weniger. Ja. So, und ich habe den Plan. Ich sollte vielleicht das Ende kaputt machen lassen. Bam. Da sind noch mehr Pigments. Die Bombe nehme ich mal. Die ist wahrscheinlich auch eine bessere Idee. Wir wissen ja aus der Vergangenheit noch, was du mit Bomben anstellst. Gar nicht wahr. So, da sind ein paar Pigments mehr für dich. Tötet es! So. Dahinter warten wir vor der Gelbe. Genau, das war so schon richtig. Einfach gegenwerfen. Hier können wir kurz hier bleiben. Ah, da brauchen wir die Bombe. Nehmen und einfach direkt ins Loch schieben. Wir sind direkt da rein. Wir müssen sie graben lassen. Alle müssen graben, go! Los! Grabt! Schneller, wir brauchen die Bomben! Das ist schon mal eine. Das sind 2. 3. Nehmen wir die Bomben. Mach das. Die Roten können das Ding mal schleppen. Wie kann ich das wechseln? Lass sie das noch nicht nehmen. Mit der L1-Taste. Ah, okay. Ups. Ich habe einen Feldback mit umgebracht. Mach da! Oder? Ne, ich hab's erwischt. Lass die Roten das tragen. Ach, mehr könnte es gar nicht tragen, wir 10. Doch, du kannst noch mehr da dran sind, wenn das geht. Achso, im anderen ging das ja auch, dass man... Attacke! Vergewaltigt ich nicht! Ich finde deine Versuche ja echt ehrenvoll, aber das klappt nicht. Ey, er gibt sich Mühe. Das auf jeden Fall. Warum wir die Abkürzung nicht so nutzen konnten, bleibt mir ein Rätsel. Ist da hinten irgendwas? Oh ja. Hier. Zurück. Ja, die Gelben, die grasen gerade einen weiteren Bock raus. Das ist ein Käfer. Oh, weil ich einen roten Saft sehe, bin ich glücklich. Ein ins Loch! Noch mehr Bomben, die brauchen wir. So, haben wir alle Pigments beisammen? Wo ging es lang? Da rechts. Was ist Gavin denn da? Das ist das Teil. Da sind wir dran. Pigment dran? Ich hab's hier alles durchgerufen.
Zack. Sind dann die Achsen in die Luft? Hab ich. Luft! Wo hast du alle? Gib mir auch ein paar. Wie kann ich die du kannst die gelben zumindest da drauf holen. Und die roten einmal zum Duster hochwerfen. Und die erst holen. Hier sind ein paar Fläche, die kann man mal eben kurz rausholen. Du musst die werfen! Achso, da ist was. Ah, okay. Ich hab gesehen, dass da... Alles klar. Kann auch sein, dass wir einmal außen rum müssen. Nein. Das funktioniert so immer noch nicht. Weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gewohnt, mit X zu werfen. Ja, du bist ja bisher nur den Versus-Modus gewohnt. Ich glaube, wir müssen außen rum. Lass einfach die gelben mal hier hoch. Die können mal weiter werfen. Werf einfach. Und schau auf die da runter. Du kannst sie ein bisschen weiter als da werfen. Ich kann die Cursor aber nicht weiter bewegen. Hier stoppt der. Gib her. So. Weiter geht's. Irgendwo hier haben die Sachen ausgegraben. Schick die Pikmin alle nochmal da rein. Die haben mich fertig ausgegraben. Gut, mach ich. Alle! Gib nur ein paar. Die da hinten können auch stehen bleiben. Eins. Zwei. Ich hab nicht mal was gedrückt. Du kannst die Roten das tragen lassen. Geh schon mal voraus. Es gibt Missionen, dann lohnt es sich eher, sich aufzuteilen und dann wiederum welche, wo das absolut sinnfrei ist. Och, so einer bist du. Dringend alle dran schicken. Siehst du die Wand nicht? Die tragen das Ding, ne? Eigentlich ja. Also ich hab's auf jeden Fall. Ja, die kommen hinterher. Wir können ja schon mal die Vorarbeit okay. leisten. Ach, guck mal, wenn die das jetzt schnell genug herbringen, dann kriegen wir noch unser Platin. Ich hab nichts versucht. Warum kannst du nur 10 das tragen? Und jetzt ist es Silber. Brille. Eine erfolgreiche Mission, die hätte gar nicht besser laufen können. Silber. Ich werde das privat noch zu Platin machen, keine Sorge. Nächste Mission. Wir haben ein weiteres Teil gefunden. Ein bisschen noch. Wir haben mit dem Radar einige weitere aufgespürt. Die letzten verbleibenden Teile sind in der Nähe. Aber es ist schwer, sie genau zu lokalisieren. Vermutlich wurden sie von neugierigen Kreaturen verschluckt. Es wird nicht leicht, sie zurück zu bekommen. Aber so ist es nun mal. Warum die eigentlich keine Pigments in die Gebiete mitnehmen? Bleibt mir ein Pixel. Ich habe einen Ort gefunden, von dem die Signale mehrerer Teile ausgehen. Wenn ich sie alle bergen kann, ist das Schiff wieder voll einsatzfähig. Allerdings fange ich auch eine recht besorgniserregende Anzahl an Signalen von den Kulturen auf. Ich werde wohl nicht kampflos an diese Teile kommen. Aber wenn etwas jeden Kampf wert ist, dann die Chance, meinen Lieben daheim endlich wieder zu sehen. Und halt, wenn ich komme! Im Übrigen erwarte kein Profi-Gameplay, wir sind gerade erst aufgestanden. Ja. Ich vergesse zu erwähnen. Okay, ich nehme mal
die hier. Dann nehme ich die blauen mit. Soll ich die blauen da reinschmeißen oder soll ich die eher behalten erstmal? Weiß ich nicht, ich finde es wieder nicht. Können uns ja auch noch beide ein paar Felspicken gönnen. Und dann können wir uns ja aufteilen. Unsere Mission ist Geld sammeln. Werf auch noch 5 von den blauen hier rein. Okay. Und gib mir mal 2 Felspicken ab, dann hat jeder von uns 10 davon. Dann kannst du dir die restlichen da gönnen. Einfach 2 werfen. Warum wirfst du nicht einfach 2? Ach, ich flipp mir einfach 2. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie voll auf X drin mit werfen, aber kein Plan warum. Okay, hier scheint es gut weiter zu gehen. Kannst du dann hinterher kommen. Let's go, wir müssen das Geld sammeln. Geld regiert die Welt. Jo, das ist richtig. Was sind wir überhaupt? Wir können uns ja gar nicht wirklich aufteilen. Also egal, das ist ja linear. Wir warten mal einen kurzen Moment. Cool, das eine Pferd das andere umgebracht. Die Gelben können das mal eben kurz umnieten. Dann ist das weg. Rote, was ist rote mit rote dabei, ne? Bei den großen da musst du die Fest gegenwerfen. Genau. Da ist ein Teil. Ah, das ist schon gut. Oh, das kann unsere Pigments nicht mal umbringen. Du hast weniger Pigments, geh die mal gleich holen, die da gerade hochgehen. Also geh mal den Weg zurück und hol die mal. Okay. Oh nein! Oh. Oh nee, das geht. Du verstehst die Ironie, ne? Ja. Ich hasse den. Du hast jetzt einen, den ich mehr hasse, den. Das ist der doofe Vogel. Warum sind da 2 von denen? Das wird so mies zu zeichnen. Hier gerade haufenweise Pigments. Junge, wir kriegen gleich Ersatz. Sunny, all zur Rettung. Ich hasse diese Dinger. Kann ich nachvollziehen, die sind arschig. Oh Gott, ich sehe dich da hinten schon gegen die Viecher kämpfen. Ich treff nicht. Okay, eins ist tot. Du hast ja noch Felspigments vergessen. Lass das Ding erstmal liegen, wir haben größere Probleme. Ja, erstmal um den kümmern, ne? Und wenn größer war ich nicht größer. Wir müssen aber auch nur das Vieh jetzt umbringen. Konzentrieren wir uns da auf die Beine zu schoppen. Ja, das war mein Plan. Vorher kannst du ihn eh nicht, du musst erst alle Haare wegnehmen. Nein! Ich hasse dieses Ding auch. Da keine Haare mehr haben. Okay, das Bein hier muss als nächstes. Hier sind noch Haare dran. Mensch, arbeitet! Wird auf die Vollbremsen. Hat noch Haare irgendwo. Welches Bein hat noch Haare? Das hier. Das ist ganz schwierig zu erkennen. Das hier hat noch Haare. Ah. 15 müssen überleben. Okay, jetzt heißt einfach, let's go. Drauf damit. Attack!
Attacke! Macht es tot! Will das Ding nicht mehr sehen! Okay, jetzt können wir die beiden Dinge ab. Ich habe das andere mit. Ja, nur so viele, wie es geht, Mann. Hilf dem mal. Ach, Krieg bestanden. War das alles? Na gut, die zwei Viecher sehe ich mal als Bosskampf an. Die sind selbst im Versus-Modus nervig wie sonst was. Ja, das ist wohl richtig. Das sind normale Gegner, ne? Aber die sind so schwer wie ein Bosskampf. Dieser Anblick, wie sie das wegtragen, ist einfach nur befriedigend. Wir haben den Krieg überlebt und die Beute wird mitgenommen. Los, Leute, schnappt euch die Beute. Jeder Pikmin-Spieler hasst diese Viecher. Ja, das sind die einzigen, die so richtig schlimm sind. Die sind echt unangenehm. Ich lasse mich jetzt einfach mal schieben. Verdammt. Ah, jetzt kann man so ein bisschen rumrollen und relaxen. Ja, und dann kommt das mit dem Objekt der Begierde. Ich glaube, mehr können es nicht fahren, die 30. Oh. Weißt du, hätten wir nicht mehr genügend Pikmin gehabt, hätten wir zweimal laufen müssen. Ja. Aber wenigstens drei Teile vom Schiff gesammelt. Hey, Plotty! Ah, das war die letzte Arbeit davon. Hm? Das war, glaube ich, die letzte Mission, weil da kam gerade der Erfolg, schießen sie alle mit einer Bronzemedaille ab. Ach so? Wieder? Kein Louis mit der Pikmin. Hauptsächlich. Bei der letzten Folge vom Story-Modus war Spani dabei. Er hat mir im letzten Moment noch geholfen. Ach, ein langer Weg, aber das Ding ist ja nicht ein langer Weg und ein ekelhafter Bosskampf am Ende. Hätte ehrlich, ich hätte gerne früher dabei gehabt. Es wird aber bestimmt irgendwann ein Pikmin 4 geben. Und dann werden Spani und ich uns noch mehr anschalten, als sie es schon tun. Yep. Leute, das, was ihr gerade erlebt, das ist noch gar nicht das gleiche, was zu RDDs kommen wird. Wartet ab, bis die Versus-Folgen kommen. Das macht die Leute heiß drauf. Ich weiß nicht genau, wie sehr wir uns dabei gegenseitig immer hassen. Ja. Naja, eigentlich scheißt du mich immer an. Und da muss ich immer zensieren. Oh, die sind aber schön. Das ist so ein wunderschöner Gesang. Ob das Zucker ist? Ich schalte unser Mikrofon aus, dann könnt ihr das genießen.